Ihr Lieben, einen wunderschönen guten Morgen. Es ist großartig, am Sonntag in den Gottesdienst zu gehen. Wo geht man sonst hin am Sonntag? Ja, genau. Also wenn man langweilig ist, bleibt man zu Hause im Bett, aber das kennt man ja schon. Und wenn du den heute Morgen, du bist schon ein Sieger, wusstest du das, dass du hier erschienen bist, hat was mit Sieg zu tun. Du hast den Kampf gegen die Bettdecke schon gewonnen. Das ist ein Riesensieg für manche Leute. Das Zweite, ich glaube, dass wir in der deutschen Sprache ein echtes Privileg haben. Ich merke das immer, wenn ich so Lieder singe wie Gott ist ein Allmächtiger. Ja, es gibt sibirische Tiger und dann gibt es Allmächtiger und dann gibt es Ermutiger. Ist cool. Weiß nicht genau, was du so für so ein Landsmann bist, ja, aber interessanterweise geht das nicht mit Mäuse, das geht nur mit Tigern. So Gott wusste, dass das irgendwas mit uns zu tun haben muss, mit uns Deutschen, dass wir Verantwortung übernehmen für unser Leben und merken, hey, Gott hat das mit uns vor. Und auch diese ganze Herausforderung mit ganz vielen Menschen, die Gott uns gibt, nimm das in dein Herz. Gott will was Großes in unserem Land machen und er will was mit dir machen. Das ist großartig. Wir haben so ein Lied gesungen und ich merke, jedes Mal, wenn ich dieses Lied singe, stößt mir das innerlich auf. Das Lied hat so diese Strophe, Gott liebt mich, trotzdem er mich kennt. Das ist blöd. Er liebt dich sowieso und er kannte dich sowieso, es braucht kein Trotzdem. Er liebt dich immer. Er liebt dich mit all deinem Schrott im Leben und er liebt dich mit all dem Guten im Leben. Er liebt dich einfach. Fertig. Du kannst dir das trotzdem sparen. Er liebt dich. Mir wurde das klar, als ich von einer Reise nach Hause kam. Meine Frau hatte meine kleine Tochter im Auto mit und irgendwie hat sie die Mischung zwischen Cola und Weingummi und so nicht so gut vertragen. Und sie sah echt spannend aus, als sie mich begrüßte. Wenn so ein Kind so voll gekotzt ist, das ist nicht so der beste Anblick. Und dann kam ich aus dem Flieger, hatte meinen Koffer geholt und sie kam und sie lief auf mich zu. Und alles, was ich gemacht habe, ist, ich habe den Koffer zur Seite gestellt, habe mich hingekniet und habe sie in den Arm genommen. Weißt du warum? Mit voll gekotzt und ohne voll gekotzt, das ist meine Tochter und ich habe sie lieb. Versteht ihr das? Und so ist Gott mit dir und mit mir, nicht trotzdem, sondern er liebt dich einfach, egal wie du kommst, weil er dich gewollt hat, weil er dein Schöpfer ist, weil er den höchsten Preis bezahlen konnte, den man bezahlen konnte für uns Menschen. Und das ist das Großartige an ihm. Und das fasziniert mich jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke. Mein Sohn Marcelli, und so will ich in die Predigt einsteigen, war in der ersten Klasse. Und nach dem dritten Tag kam er nach Hause und hat gesagt, Papa, ich gehe nicht mehr hin. Und ich dachte, Sohn, ich habe dafür mindestens 5 Jahre gebraucht. Ja, du hast es nach 3 Tagen schon verstanden. Du bist gewaltig, du bist mir so weit voraus. Und als ich dann mit ihm anfange, darüber zu diskutieren und sage, Sally, wieso gehst du nur nicht mehr hin? Dann sagt er, Papa, da ist immer ein Löwe auf dem Weg. Und dachte ich, hör mal, das muss er von Mama haben, das Lügen. Ja, also das kann ich, weiß gar nicht. Und dann fiel mir ein, wir haben ihn adoptiert. Also insofern, und dann habe ich gesagt, hör mal, lass uns mal morgen zusammen runtergehen. Und wir gehen da zusammen runter und kommen an so einem langgezogenen Zaun vorbei und mit Mal springt ein Schäferhund wütend, völlig hysterisch gegen den Zaun und bellt. Und ich habe mich schier zu Tode erschreckt und wusste plötzlich, was er meint. Klar, für den kleinen Kerl in das Gesicht dieses wütenden Hundes zu gucken, auf Augenhöhe, das war für ihn wie, als wenn der Löwe ihn anguckt. Und dann schaut er mich an und sagt, siehst du, Papa? Und ich wusste, ja, stimmt. Und sagt er, Papa, darf der das? Das ist so eine typische Kinderfrage. Darf der das? Und meine typische Papa-Antwort war, nein, darf er nicht. Und dann kommt die nächste typische Kinderaussage, Papa, dann musst du was machen. Genau. Weil wenn er das nicht darf, dann muss irgendeiner was dagegen unternehmen, oder? So läuft das in der Regel. Und ich hatte gute Bekannte, die bei der Post arbeiteten und ich habe den Postboten gefragt, sag mal, wie regelt man das, wenn man mit so Viechern zu tun hat? Er sagt, Pfeffer ist eine gute Lösung. Und nachdem ich den Hund an einer Pfefferkur beim nächsten Spaziergang
und erzogen hatte, war das Thema auch erledigt. Jemand muss was machen. Ihr lieben Freunde, das ist die Herausforderung, mit der ich einsteigen will heute Morgen. Wenn du einen Zustand in deinem Leben erlebst, wenn du irgendwelche Umstände erlebst und du denkst, die müsste man ändern, dann ist die simple Antwort heute Morgen Gottes an dich, mach was dagegen. Du bist zuständig. Wenn es irgendwas gibt, wo du sagst, das müsste man ändern, ist bei Mann immer du gefragt. Das ist spannend, aber da liegt die Wahrheit. Und heute Morgen will ich das ein bisschen erklären, weil ich glaube, da liegt ein von Gott gewollter Punkt. Alles, was du erlaubst, wird laufen. Und alles, was du eindämmst, wird eingedämmt sein. Wir sind in ein uraltes Haus gezogen, mitten in der Stadt. Und nachdem wir da den dritten oder vierten Tag gewohnt haben, kam eine der Nachbarinnen, das ist so eine 5-6 Parteien, so ein Parteienhaus, und sagt, sie wissen schon, in was für ein Haus sie hier gezogen sind. Also wenn das passiert, dann weißt du, irgendwas geht hier schief. Und sie sagt, ja, die Nachbarn unten sind miteinander zerstritten und wir oben auf der zweiten Etage, wir haben auch nicht das beste Verhältnis. So machen sie sich drauf gefasst, das wird hier manchmal lauter. Und es war auch so. Und irgendwann liege ich abends im Bett und ärgere mich darüber, dass ich nicht in Ruhe schlafen kann. Und plötzlich kommt ein Gedanke zu mir. Und dieser Gedanke heißt, warum lässt du das zu? Und dieser Gedanke schlägt bei mir ein. Warum lasse ich das zu? Warum unternimmst du nichts dagegen? Und ich denke im Stillen, ist ja nicht mein Haus. Nee, aber ich wohne da. Stört dich das oder stört dich das nicht? Ja, klar stört mich das. Sollte irgendeiner Ordnung schaffen? Ja, irgendeiner sollte Ordnung schaffen. Und wenn du diese Frage stellst in irgendeinem Bereich deines Lebens, ist die Antwort welche? Du. Und so was habe ich gemacht. Ich habe angefangen zu beten. Das ist das Erste, was wir als Christen machen. Und sag, Herr, was läuft hier schief? Ganz offensichtlich ist der Friede in diesem Haus verloren gegangen. Und das Zweite, was ich bekomme, ist, fang an, die Leute zu lieben. Das ist ihr Problem. Und ich habe angefangen, mir zu überlegen, wie kann ich diesen Leuten was Gutes tun? Das Erste, was du tun kannst, wenn du in so einem Haus wohnst, ist, fang mal an, Leute freundlich zu begrüßen. Das ist schon mindestens 30% des Gewinns. Das Zweite ist, dien ihn, wo immer du kannst. Fang an, den Mülleimer rauszufahren, obwohl das gar nicht dein Job ist. Beginn, darüber nachzudenken, wann die Leute Geburtstag haben, und bring ihnen ein Geschenk vorbei. Lad sie ein zum Kaffee. Fang an, die Parteien, die miteinander nicht können, miteinander in einer Grillparty zu vereinigen, weil Grillparty ist immer cool. Was ich plötzlich erlebe ist, jemand kommt zu mir und sagt, wissen Sie, ich habe ein Problem. Und ich sage, es ist kein Problem, ich fahre Sie einfach zum Arzt oder ins Krankenhaus. Einer dieser zerstrittenen Parteien unten musste ein bisschen weiter weg zur Kur, ich habe ihn hingefahren. Als er weg war, kommt die Nachbarin und sagt, wissen Sie, der Herr, der hat ein richtiges Problem, das ist ein Messi. Und sie hatte den Schlüssel, um für die 6 Wochen dafür zu sorgen, dass das da in seinem Haus irgendwie anders wird. Wir haben uns entschieden, wir räumen sein Haus auf und wir streichen sämtliche Wände. Wir haben einen Teppich organisiert. Als der Mann wiederkam, fing der an zu weinen, als er die Tür aufmachte, weil plötzlich die Bude ordentlich war. Wir sind da jetzt den 8. Monat in dieser Wohnung, in diesem Wohnkomplex. Und wir haben Frieden. Und der alte Herr hat sich mittlerweile bekehrt. Und Gott hat zu mir gesagt, hey, wenn irgendwas nicht läuft, gibt es eine Möglichkeit. Man kann meckern. Das hat in der Regel noch nie irgendwas verändert. Ist übrigens ein guter Ehetipp. Meckern hat noch nie irgendwas verändert. Oder du kannst hingehen und sagen, lass uns anfangen, die Leute zu lieben. Weil Liebe ist die einzige Kraft, die tatsächlich Situationen und Menschen verändert. Und die Frage ist, was und wem gibst du die Erlaubnis, in deinem Leben einfach zerstörerisch zu wirtschaften? Gott hat dich gesetzt, damit du den Unterschied festmachst und sagst, das ist bei mir nicht gestattet.
Ich habe eine großartige Bibelstelle, mit der ich einsteigen will. Und das Thema heute Morgen heißt, bist du Thermostat oder bist du Thermometer? Kennt ihr den Unterschied? Thermometer gibt einfach die allgemeine Temperatur an. Thermostat stellt die richtige Temperatur ein. Und Leute, wir als Kinder Gottes sind dazu da, dass wir in unserer Umgebung die richtige Temperatur einstellen und nicht darüber meckern, dass irgendwas nicht läuft, wie es läuft, sondern wir sind zuständig, dass das Ding in die richtige Richtung kommt. Deswegen hat Gott uns in diese Situation reingesetzt. Das ist meine Überzeugung. Und wenn du in der Familie bist und du sagst, ich weiß auch nicht genau, warum ich da bin, herzlich willkommen, du bist das Thermostat, stell die richtige Temperatur ein. Leute kommen zu mir und sagen, ich bin aber in einer Gemeinde, die ist nicht so richtig gut. Dann sage ich, Halleluja, wie schön, dass sie dich haben. Du bist das Thermostat, stell die richtige Temperatur ein. Ich erlebe das, ja. Ich bin in der Schule als Rallye-Lehrer, da bin ich reingerutscht. Ich erzähle die Story vielleicht ein bisschen später. Und ich habe dasselbe erlebt. Ich war in der Gesamtschule und in dieser Schule war richtig Chaos. Mit Gewaltexzessen und Drogen und was immer alles ging. Und wenn man da unterschiedliche Altersstrukturen und Gruppen hat, dann fragt man sich, ey, was mache ich hier eigentlich? Du kannst fast keinen Unterricht machen, weil du permanent irgendwelche disziplinarischen Maßnahmen ergreifen musst, um überhaupt den allgemeinen Betrieb am Laufen zu halten. Und ich habe gemerkt, so nach 2, 3 Wochen hat mich das unglaublich genervt. Und ich habe gesagt, Gott, was mache ich hier eigentlich? Und die Antwort war simpel. Du bist dafür zuständig, dass der Laden hier funktioniert. Und ich sage, ja, super. Ich bin Rallye-Lehrer. Das ist so ziemlich an der Skala die unterste Stufe, die du haben kannst in der Schule. Ja? Da kommt nur noch der Hausmeister und dann ist alles schon fertig. Und genau zu dem bin ich gegangen und ich habe gesagt, Herr Clausen, ich brauche den Schlüssel. Sagt er, Herr Brandner, wieso brauchen Sie einen Schlüssel? Ich bin doch da, ich schließe doch alles auf. Nee, sage ich, ich muss, bevor der ganze Laden aufgemacht wird, muss ich in die Schule. Sagt er, was wollen Sie denn so schon so früh an der Schule? Jetzt konnte ich ja schlecht zu ihm sagen, wissen Sie, ich möchte gerne in jedes Klassenzimmer gehen, in dem ich heute Unterricht habe und ich werde meine Hand auf jeden Stuhl legen und ich werde jeden Platz segnen und jeden dieser Schüler, der da kommt und ich gehe von Klasse zu Klasse und ich bete jeden Platz und jeden Schüler durch, dass die Größe und die Liebe und die Herrlichkeit und der Friede Gottes auf ihn kommt. Habe ich ihm natürlich nicht erzählt, weil ich genau wusste, wenn ich ihm das versuche zu verkaufen, der versteht gar nicht, worüber ich rede. Also hat er mir den Schlüssel, hat er mir einen Zweitschlüssel besorgt. Ich bin dann durch meine Klassen und habe gebetet. Und wie ich das für Menschen, die mit dem Geist Gottes unterwegs sind, habe ich irgendwann in der von Gott mir geschenkten Gebetssprache gebetet und wirtschafte durch die Klasse und habe gar nicht gemerkt, wie er die Tür aufgemacht hat. Und er schaute in die Tür rein und sieht, wie der Mann da betet und durch die Klasse marschiert. Ja. Und irgendwann höre ich, wie er zu mir sagt, Herr Brandner, ist alles in Ordnung? Und ich zuck zusammen. Alles cool. Ich weiß nicht, wie viele Wochen ich das durchgezogen habe. Bestimmt 3 Monate. Irgendwann kommt die Konrektorin, eine Dame aus der ehemaligen DDR, zu mir und sagt, Herr Brandner, ich muss mal mit Ihnen reden. Ich habe in 2 Tagen immer folgend auf Ihren Unterricht, habe ich in dieser Klasse auch Unterricht. Und ich frage mich jedes Mal, was macht der mit den Schülern? Und ich schaue sie an und sage, Frau Mertens, was meinen Sie denn? Sie sagt, ich weiß nicht, aber wenn ich reinkomme, ist da bei Ihnen so ein Frieden, so eine komische Atmosphäre. Ich kann das gar nicht richtig erklären. Herr Brandner, sagen Sie mal, was machen Sie da mit den Jungs und Mädchen? Jetzt kann ich natürlich schlecht sagen, ich habe geistliche Kriegsführung gemacht. Ich habe da mal mächtig, die denken ja, meine Mann und Mann, wo haben sie den freigelassen? Ja? So, ich habe mich versucht, ein bisschen rauszureden. Ich habe dann gesagt, wissen Sie, ich bereite mich mental gut vor. Was ja irgendwie auch wahr ist. Wir sitzen in so einem Lehrergespräch zusammen und plötzlich aus heiterem Himmel sagt sie, wissen Sie, bevor wir jetzt eigentlich einsteigen mit all den Problematiken, die wir zu besprechen haben, würde ich gerne, dass der Kollege Brandner nach vorne kommt und erklärt, mit welcher pädagogischen Maßnahme er die Klasse ruhig kriegt. Ey, aufs nüchtern Magen, ich hatte keine Chance der Vorbereitung, sonst hätte ich mir vielleicht irgendwas Schlaues einfallen lassen.
Und ich habe mich hingestellt und habe gesagt, also das klingt jetzt für Sie wahrscheinlich nicht richtig pädagogisch durchdacht. Ich bete einfach schlicht für meine Schüler. Dann guckt sie mich an und sagt, was machen Sie? Ich bete. Das heißt, man spricht Segensworte auf und in das Leben von Menschen. Und jetzt kommt das Coole. Dann sagt sie, Herr Brandner, machen Sie das doch mal vor. Und ich wusste, das ist meine Chance. Ich habe gesagt, Frau Mertens, kommen Sie mal nach vorne. Hab meine Hand auf sie gelegt und sie gesegnet fröhlich. Und die ganze Truppe hat zugeguckt. Und dann sagt sie plötzlich, nachdem ich fertig bin mit Beten, sagt sie, das tut richtig gut. Und plötzlich war etabliert, wir beten für unsere Schüler. Und ich hab so lachen müssen. Weil ich hatte mir überlegt, wie kann man diese Schule berühren mit der Liebe Gottes? Und Gott hatte schon einen Riesenweg. Und diese Dame wurde der Schlüssel. Wenn du über irgendeinen Zustand und Umstand nicht zufrieden bist, wer ist die Lösung? Du. Ich komme zum Bibeltext heute Morgen. In Apostelgeschichte 16 gibt es eine großartige Geschichte von Paulus. Paulus hat von Gott den Auftrag empfangen, so glaubt er, nach Philippi zu gehen und dort Menschen das Evangelium von Jesus zu predigen. Und er macht das und der Effekt ist, man nimmt ihn gefangen, man verprügelt ihn ganz furchtbar, man steckt ihn mit seinem Freund Silas zusammen ins Gefängnis in den untersten Stock und da lebt er, hat Schmerzen, hat Wunden. Und irgendwann, mitten in der Nacht, kommt er plötzlich auf die Idee und sagt sich, was mache ich hier eigentlich? Ich bin doch eigentlich ein Kind Gottes. Und eigentlich bin ich jemand, der im Auftrag Gottes unterwegs ist. Wieso können die mich verprügeln? Wieso erlebe ich gerade so eine Beraubung? Und er kommt zu dem Gedanken, irgendwas, mein Freund, läuft falsch. Er haut seinen Kollegen Silas an, mitten in der Nacht und sagt, weißt du was, wir haben vergessen, wer wir sind. Wir sind Kinder Gottes. Wir sind im Auftrag Gottes unterwegs. Gott ist auf unserer Seite. Lass uns mal anfangen, diesem Gott die Ehre zu geben und ihn anzubeten und ihn zu loben. Lass uns mal was völlig Unnatürliches machen. Lass uns mal was Übernatürliches machen. Und er fängt an, mit ihm zusammen, mitten in der Nacht, den Herrn zu preisen. Die Gefangenen hören das und was passiert? Mit einem Mal setzen sie den Himmel frei. Das Gefängnis ist nicht mehr der Maßstab, die Schmerzen sind nicht mehr der Maßstab, sondern Gott bricht rein. Sie werden rausgeholt, sie werden freigesetzt, der Kerkermeister bekehrt sich, der Durchbruch des Evangeliums nach Europa kommt. Nachträglich kommen die Schergen bei ihm vorbei und wollen ihn wegschicken und Paulus realisiert plötzlich was und sagt, ey Freunde, wer von euch hatte eigentlich das Recht, uns zu verprügeln. Wir sind römische Bürger und wir haben Bürgerrecht. Und das römische Bürgerrecht sagte, dass dich niemand anpacken durfte, außer der Kaiser. Die hatten sich in ihrer Autorität völlig vergriffen und das war ein Riesenfehler, der sie unglaublich Strafe hätte kosten können. Und Paulus realisiert das im Nachhinein, wenn du das nachlesen willst, in Apostelgeschichte 37. Und er sagt, ihr hättet das gar nicht tun dürfen. Aber ehrlicherweise, wer war der Dussel? Er. Denn was hatte er vergessen? Sein Recht wahrzunehmen. Leute, unser Recht nützt uns wenig, wenn wir es nicht in Anwendung bringen. Es kommt eine zweite Situation, ein paar Kapitel später, Kapitel 22. Und wieder ist es dasselbe. Er predigt, diesmal in Jerusalem, man will ihn gefangen nehmen, man will ihn verhauen. Und was hat Paulus gelernt? Hey, einmal doof ist gut, zweimal denselben Fehler machen ist Dummheit. Und er stellt sich hin, und das gefällt mir in Kapitel 22, Vers 25, und sagt, ist es erlaubt, einen römischen Bürger zu verprügeln? Und die Antwort der Leute ist ganz deutlich, nein, es ist nicht erlaubt.
Und dann heißt es, und sie fürchteten sich sehr und ließen ihn frei. Und plötzlich habe ich was verstanden. Leute, du und ich, wir als Kinder Gottes, wir sind Bürger des Himmels. Wir sind Bürger des Reiches Gottes. Bei uns gelten andere Maßstäbe als bei Menschen, die Jesus nicht kennen und nicht unter seiner Herrschaft stehen. Aber dieses Recht, das du hast, nützt dir wenig, wenn du es nicht in Anwendung bringst. Verstehst du das? Und mir gefällt diese Frage, und fang mal an, diese Frage an dein Leben zu richten. Ist es erlaubt, dass mich der Teufel dauernd mit Krankheit plagt? Ist es erlaubt, dass der Teufel meine Ehe zerstört? Ist es erlaubt, dass der Teufel meine Kinder mit Drogen vollhauen darf? Ist es erlaubt, dass mein Arbeitsplatz mir weggerissen wird? Ist es erlaubt, dass mein Leben von Drangsal und Not gepiesackt wird? Ist es erlaubt? Und die Frage ist, wer erlaubt es? Und die Antwort ist simpel. Du. Der Punkt ist, was machst du mit deiner dir von Gott geschenkten Autorität? Was machst du mit der dir von Gott verliehenen Würde und Kraft? Was machst du mit den Verheißungen, die Gott dir gegeben hat, für die Jesus bezahlt hat, dass du in dem Segen der Erlösung wohnen und leben sollst? Was machst du damit? Und plötzlich wurde mir klar, so viele Bereiche meines Lebens sind deshalb beraubt, weil ich als Kind Gottes nicht aufstehe und sage, ey, jetzt ist fertig. Es ist dir nicht erlaubt, mein Leben zu beklauen. Es ist dir nicht erlaubt, meine Familie zu beklauen. Es ist dir nicht erlaubt, irgendwen zu peinigen und zu zerstören, für den ich von Gott Verantwortung bekommen habe. Und ich glaube, hier liegt die Herausforderung. Du bist Kind Gottes, du bist ein Bürger des Reiches Gottes. Das Reich Gottes, wo Gott die Herrschaft hat, ist auf deinem Leben. Und das, was Jesus uns lehrt im Vaterunser, ist zu bitten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf der Erde, so bei dir. Und wenn du weißt, wie der Wille Gottes im Himmel aussieht, dann ist es dein Job und deine Verantwortung zu sagen, es ist dem Teufel nicht erlaubt, mein Leben zu berauben. Du bist verantwortlich, Autorität zu nehmen und zu sagen, hey, fertig. Ansonsten, wenn du das nicht machst, wird er dich einfach weiter beklauen. Weil nur um dein Recht zu wissen, ohne dass du dein Recht durchsetzt, nützt wenig. Ich merke, wie das immer wieder meine Herausforderung ist. Ich sitze in der Geburtstagsfeier meiner Nachbarn. Wenn Leute mal so über das zarte Alter von 65 raus sind, und die Leute, die alle eingeladen sind, auch in dieser Alterskategorie oder noch ein bisschen drüber liegen, dann gibt es nach dem Kaffee und Kuchen immer ein Gesprächsthema. Welches Gesprächsthema gibt es? Krankheit ist immer dasselbe, ja? Du musst dich gar nicht vorbereiten, es läuft immer auf dasselbe Spiel raus. Und was ich dabei entdecke, ist folgende Verhaltensweise. Der Erste beginnt zu erzählen, ich hab's im Rücken, so ein Zipperlein. Der Zweite muss das toppen, damit die Geschichte irgendwie besser wird. Bei dem fehlt schon das halbe Bein. Ja, beim Dritten sind die Nieren völlig versagt und der Vierte hat einen Herzkasper, während er Kaffee trinkt. Ja, es wird immer schlimmer. Und wenn du dir das so eine halbe Stunde angehört hast, dann denkst du plötzlich, oh, bei mir zwickt's auch. Ja, völlig irrer Zusammenhang. Und ich merke, während ich da sitze, mein Adrenalinspiegel kommt nach oben. Meine Frau, die mich ja nun schon einige Jahre aushalten muss, merkt das. Und sie beginnt an meiner Hose zu ziehen. Das ist das untrügliche Zeichen, dass meine Frau mir versucht zu signalisieren, Schatz, bitte werd nicht zu peinlich. Aber ist schon zu spät gewesen. Ja? Der Zug fuhr schon. Er hatte die Haltestation schon verlassen. Und ich merkte, wie mich innerlich der Zorn packte.
Und ich schaue die Dame, die gerade über ihr Herzproblem redet, an und ich sage, wissen Sie, ich habe einen Freund, der ist ein Herzspezialist. Sie schaut mich an und sagt, echt? Ja, wahrscheinlich einer der Koryphäen auf dem Gebiet überhaupt. Sagt sie, toll, sowas bräuchte ich. Sag ich, wenn Sie wollen, ich stelle den Kontakt her. Wir kriegen das hin. Sie schaut mich an, dann schaut sie die Dame an, die uns eingeladen hat, Frau Kutschus, meine Nachbarin. Und dann guckt Frau Kutschus sie an und sagt, und sie spielt voll mit. Sie sagt, ja, wissen Sie, Herr Brandner, der kennt die halbe Welt. Wenn der sagt, er kennt einen, kennt er auch einen. Und dann sagt sie, ja, wie machen wir das denn? Wie kommen wir denn hin? Sag ich, ich rufe, wenn Sie wollen, gleich an. Wir machen den Termin sofort fix. Sagt sie, da braucht man aber mindestens ein Vierteljahr Vorlauf. Sag ich, wenn ich anrufe, sag ich Ihnen, hey, wir kriegen sofort den Termin. Sagt sie, das ist ja eine coole Sache. In dem Augenblick schaltet meine Nachbarin, schaut mich an, lächelt, wie man nur lächeln kann und sagt, Herr Brandner, Sie reden vom Herrgott, stimmt's? Und ich schaue sie an und sag, Sie haben mich durchschaut. Und wissen Sie was, wir machen Termin gleich. Bevor die Frau was sagen konnte, bin ich aufgestanden, habe mich neben sie gestellt, meine Hand auf sie gelegt und gebetet, dass Gott ihr Herz berührt mit seiner Kraft. Danach hat es ungefähr noch 3 Minuten gedauert und der Geburtstag war vorbei. Das hat mir ein bisschen leid getan. Aber das kann ich als Tipp weitergeben. Wir müssen auch nicht nachträglich was in die Kollekte geben. Ja, das ist ganz kostenlos. Also wenn Sie wollen, dass so eine Gebetsfeier schnell vor Geburtstagsfeier vorbei ist, fangen Sie an, mit den Leuten zu beten. Das hilft kolossal. Ja. Ein paar Tage später komme ich aus dem Büro nach Hause. Liegt so eine riesen Mancherie-Schachtel bei uns auf der Kommode im Eingang. Ich schaue meine Frau an und sage, Schatz, haben wir einen Termin heute noch irgendwo? Und jetzt kommt meine Frau und sagt, Frau Kutschus war da. Und dann macht sie das vor. Sie hat geklingelt und dann hat sie geflüstert im Hausflur, damit das ja auch keiner hört. Hat gesagt, Frau Brandner, sagen Sie Ihrem Mann liebe Grüße. Meine Freundin lässt sich bedanken, das mit dem Gebet war wunderbar. Und jetzt merkt man, 30 Jahre Ehe färben ab. Meine Frau sagt, ich habe die Mancherie-Packung genommen und so laut wie ich konnte, dass das auch jeder im Flur hört, habe ich gesagt, Frau Kutschus, wenn Gott ein Wunder tut, muss man nicht flüstern. Ja, manchmal hilft doch Eheprägung, ja. Nicht immer, aber manchmal. Leute, wir sind zuständig. Wir können immer darüber reden, warum irgendwas schief geht. Aber ehrlicherweise hat Gott uns gesetzt und sagt, nimm doch deine Autorität in Anspruch. Warum erlaubst du so viele Dinge, dass sie in deinem Leben reinkommen dürfen und möglichst noch dabei bleiben? Ich glaube, wir müssen was lernen. Fang an, bei all den Dingen, die in dein Leben reinkommen, zu fragen, ist es dir überhaupt erlaubt, dich in meinem Leben breit zu machen? Und wenn du plötzlich entdeckst, da sind so viele Bereiche, sei ehrlich und frag dich, kann das der Wille Gottes sein, dass ich von einer Beraubung, von einer Katastrophe in die nächste komme? Und die Antwort ist, das kann nicht der Wille Gottes sein. Im Jakobusbrief steht, alles was gut ist und alles was vollkommen ist, das kommt von dem Vater des Lichts, bei dem es keine Veränderung, noch einen Wechsel des Schattens gibt. Unser Gott ist gut und er tut Gutes. Und wir müssen was lernen, dass Gott dir und mir Autorität gegeben hat. Du musst dir das ungefähr so vorstellen wie beim Fußball. Wer ist der wichtigste Mann beim Fußball? Der Schiri. Der Schiedsrichter weiß, er hat von der FIFA die übertragene Autorität bekommen, dafür zu sorgen, dass auf dem Spielfeld alles nach den Regeln läuft. Und Gott hat dich und mich in diese Welt gesetzt, um das Reich Gottes und die Regeln Gottes umzusetzen, dort wo wir sind. Und so ein Schiri, der kann ruhig schwach auf der Brust sein,
Der kann kleine Füße haben, der muss nicht größer als 1,50 sein, der kann an dem Tag noch Durchfall haben, alles egal. Wenn der Typ die Pfeife nimmt und pfeift und irgendeinen komischen Karton rauszieht, wissen alle Spieler, die alle astronomische Zahlen auf ihrem Konto verbuchen können und dieser arme kleine Kerl kriegt noch nicht mal 10% davon, völlig Banane, völlig egal. In dem Augenblick, wo der pfeift und den Karton zieht, wissen die, selbst wenn sie Cristiano Ronaldo heißen, hey, dieser kleine krummbeinige Typ mit Durchfall, der sagt mir, wie es geht. Und wehe mir, ich ignoriere den Befehl dieses Mannes, dann habe ich ein echtes Problem. Und du kannst es sehen. 89. Minute, irgendein Länderspiel. Und der Schiri sieht einen Fehler im Strafraum und pfeift 11 Meter. Dann kann das Bernabeu-Stadion mit 80.000, 90.000 Leuten, die können alle schreien, die können ihre Sitzkissen reinschmeißen, die können brüllen, die können Raketen abschießen, die Spieler können ihn anflaumen, was auch immer. Der Typ steht da, zeigt cool auf den Elfmeterpunkt, minutenlanges Chaos, der bleibt einfach stehen, der Kerl, und alle machen genau, was er sagt. Weißt du warum? Weil er weiß, dass er Autorität hat. Und dass er sagt, wie es geht. Verstehst du den Punkt? Als Jesus am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist, hat er dem Teufel alle Gewalt weggenommen, die er hatte. Und er hat gesagt, mir ist ab jetzt gegeben alle Gewalt im Himmel und auf der Erde. Und ich schicke euch hin, um genau das durchzusetzen. Und in dem Augenblick, wo du das verstanden hast, merkst du, hey, die Dinge, die da in mein Leben reinkommen wollen, die nicht von Gott sind, denen musst du diese Frage stellen. Ist es euch erlaubt, in mein Leben reinzukommen oder nicht? Und wenn du nach einem kurzen Test rauskriegst, das kommt gar nicht von Gott, dann ist deine Aufgabe welche? Zu sagen, raus in Jesu Namen aus meinem Leben. Es ist fertig damit. Ich will dich nicht haben und ich stelle mich hier hin und mir ist egal, ob du zockst oder nicht, du gehorchst und du gehst aus meinem Leben wieder raus. Versteht ihr den Punkt? Es war Montag und mein Sohn ruft an, mein Ältester. Er hatte das letzte Jahr seiner Ausbildung. Und er ruft mich an und sagt, Papa, ich muss mit dir sprechen. Bei uns zu Hause bedeutet das immer, dass ein Problem da ist. Wenn alles cool ist, ruft er Mama an. Wenn irgendwas schief hängt, ruft er Papa an. Und immer, wenn er mich anruft, weiß ich, irgendwas läuft nicht richtig. Und er sagt, Papa, ich war beim Arzt. Ich hatte schon eine Weile Schmerzen im Unterleib. Und die haben Tischtennis große Krebsgeschwüre in meinem Unterleib gefunden. Und die Ärzte sagen, sie wissen nicht, ob das schon gestreut hat oder nicht, aber die Wahrscheinlichkeit ist groß, weil da mehrere dieser Tumore sind. Papa, die werden mich operieren müssen. Aber sie haben mir auch gesagt, sie wissen nicht, ob sie damit alles rausnehmen können, sondern eigentlich wissen sie gar nichts und eigentlich wissen sie auch nicht, ob die Operation irgendwie besonders cool ist oder nicht. Als Marcelli zu uns kam, kam er aus einer Drogenfamilie und wir haben ihn adoptiert und wir haben viel für ihn und sein Leben gebetet. Und für meine Frau und mich war das wieder Schlag ins Gesicht. Und ich brauchte ein paar Tage, um mich von dem Schock ein bisschen zu erholen. Und ich habe in meinem Bett gelegen und ich habe gesagt, Gott, wir haben 24 Jahre in das Leben dieses Kindes investiert, um jetzt zu gucken, wie der Krebs ihn frisst und einfach klaut. Und während ich in meinem Bett liege und so ein bisschen in meinem Selbstmitleid bade,
höre ich diesen inneren Gedanken in mir. Und dieser Gedanke war ganz simpel und hieß: Ist es erlaubt? Und ich wusste plötzlich, was Gott zu mir sagt. Und ich habe gesagt: Nein, natürlich ist es nicht erlaubt. Und im selben Augenblick höre ich diese Stimme so deutlich und so laut in meinem Inneren und sagt: Dann tu was dagegen. Und ich lag in meinem Bett und habe gesagt: Herr, das stimmt. Hier zu heulen und Trübsal zu blasen, macht überhaupt gar keinen Sinn. Und weil ich ein frommer Mensch bin, habe ich gesagt: Gott, könntest du mir vielleicht eine Verheißung geben? Das ist immer so frommes Gebet, ja. Du weißt schon, was der Herr will, und du musst trotzdem noch 3 Prophezeiungen, 4 Worte des Herrn und 5 Worte aus der Bibel haben, ja. So, mach einfach, was er dir sagt, und dann ist schon gut. Und während ich da im Gebet bin, kommt dieses Wort aus Johannes 14, Vers 1 in meinen Erinnerungen. Und da heißt es: Euer Herz erschrecke sich nicht, sondern glaub an Gott und glaub an mich, sagt Jesus. Und ich habe verstanden, was Gott versucht zu mir zu sagen. Er sagt: Ey, du kannst dich auf die Umstände konzentrieren und dann bleibst du bei deiner Angst, oder du konzentrierst dich auf mich und dann bleibst du beim Glauben und sagst der Krankheit, was sie zu tun hat. Ich habe mich am nächsten Morgen ins Auto gesetzt, bin runtergefahren zu meinem Sohn. Wir haben miteinander eine Weile gebetet. Der Donnerstag kam, der Termin der Untersuchung kam. Der Doktor hat das Ultraschallgerät gehabt, hat ihn eingeschmiert, hat das ganze Zeug angefangen zu suchen. Macht das einmal, schmiert den ganzen Krempel wieder von ihm runter, macht das zweite Mal, macht das dreimal. Und dann schaut er in ihn und sagt: Herr Brandner, tasten Sie sich doch mal ab, spüren Sie noch diese Tischtennisbälle? Und er tastet sich ab und sagt: Der Doktor, ich spüre nichts. Er sagt: Ja, komisch, ich sehe auch nichts. Dann hat er ihn noch zweimal bestellt, weil er dachte, das Gerät ist kaputt. Und als er ihn beim dritten Mal nochmal untersuchte und er sich auch abgetastet hat und nichts mehr gefunden hat, hat er gesagt: Ich habe keine Ahnung, wo die sind, aber sie haben die ganz offensichtlich nicht mehr. Alle nachfolgenden Untersuchungen haben ergeben, dass nichts da ist. Ich hatte was verstanden. Leute, der Punkt ist, dass der Teufel immer derselbe alte Teufel ist. Dass er immer derselbe alte Räuber ist. Aber die Wahrheit ist auch, dass Jesus immer derselbe großartige Erlöser ist. Und dass er immer derjenige ist, der mit Macht und Kraft sein Werk tut. Die Frage ist: Was erlaubst du? Was erlaubst du? Nicht, was hast du verstanden, sondern was erlaubst du? Einer meiner schönsten Erlebnisse ist die Begegnung mit einem alten Landwirt. Er war weit über 60 und er kam zu uns in die Kirche durch einen Freund. Und nach einem Gespräch erzählt er mir, dass seine Ehe am Ende ist. Nach weit über 30 Jahren war die Ehe auseinandergelebt. Und die Frau wollte sich scheiden lassen, und das im Alter. Und das in der Landwirtschaft, wo man alles zusammenhält, was man nur zusammenhalten kann. Also da muss das Chaos richtig groß sein. Und er sagt zu mir: Ich weiß nicht, was ich tun soll. Und ich bin völlig verzweifelt und völlig ratlos. Fragen Sie, Herr Pastor, was muss man machen? Und ich dachte: Ja, super, wenn ich das mal wüsste. Und wir beten zusammen, und während wir beten, kommt plötzlich ein Wort Gottes in meinen Kopf. Das steht in der Offenbarung. Und dort heißt es: Wenn du deine Liebe zurückhaben willst, musst du die Werke der ersten Liebe tun. Das hat mit Eheberatung eigentlich gar nichts zu tun, der Satz, ja. Aber der schießt in meinen Kopf. Und ich schaue ihn an und sage: Wissen Sie, Sie sollten anfangen, die Werke der ersten Liebe wieder zu tun, um Ihrer Frau zu signalisieren, dass Sie sie lieb haben. Der alte Mann schaut mich an und sagt: Meinen Sie so mit Blümchen und so? Ja, sage ich, wenn das Ihre ersten Werke waren, dann mit Blümchen und so. Coole Nummer.
Er kam regelmäßig in die Gottesdienste und wir hatten Silvestergottesdienst. Silvestergottesdienst hat immer bei uns so einen hauskreismäßigen Rahmen, und er kam mit einer Dame in diesen Hauskreis, und nachdem das Essen fertig war, saßen wir so in der Runde und irgendeiner fing an, und wir machen das immer so, wir ziehen so ein bisschen Bilanz, wie das letzte Jahr war. Und jeder erzählte so ein bisschen, wo er so seine High-Erlebnisse hatte und was nicht so gut lief. Und in dieser Runde kam die Dame zuerst vor ihm. Und diese Frau sagt, sie kennen mich sicher alle nicht. Ich bin die Frau von ihm. Alleine das sagte schon Bände. Ja? Ich bin die Frau von ihm. Und ich dachte, oh meine Güte, warum ist das nicht andersrum gelaufen? Ja? Und dann erzählt sie folgende Story. Eines Montagmorgens denkt sie, die Küche brennt. Und als sie runterläuft, um zu gucken, was da schief geht, hat er nur versucht, den Kaffee zu machen. Und sie hat zu ihm gesagt, hör mal, die ganzen Jahre hast du noch nie Kaffee gemacht. Warum machst du das? Du hast keine Ahnung, lass mich das machen. Und er hat nur gesagt, du, ich wollte dir mal was Gutes tun. Und ihre Antwort war, hast du die ganzen Jahre nicht nötig gehabt, musst du jetzt auch nicht mehr anfangen. Dauerte nicht lange, dann standen plötzlich Blümchen auf dem Tisch. Und sie kommt rein und guckt sich das an und sagt, hör mal, was willst du mit dem Unkraut hier? Und sagt, hör mal, ich habe gedacht, ich bring dir ein paar Blümchen mit. Hast mir die Jahre keine gebracht, brauchst jetzt auch nicht machen. Und was immer er machte, das Beste war, als sie erzählt, wie er sie einlädt nach Würzburg. Er möchte mit ihr Kleider kaufen. Und sie ist völlig ausgerastet. Jetzt passt dir noch nicht mal, wie ich angezogen bin. Die ganzen Jahre war es dir egal. Und völlig egal, was er machte, sie gab ihm immer die Breitseite. Und er hörte nicht auf. Er blieb an diesem Punkt dran. Und irgendwann dachte sie sich, da kann was nicht stimmen mit ihm. Und sie befürchtete, dass er irgendwie eine Krankheit hätte. Dann ist sie zu ihrem Hausarzt, der auch sein Hausarzt war, und hat ihn so lange belatschert, bis er ihr erzählt hat, dass dem gar nichts fehlt. Und dann wusste sie, woran es liegt. Der hat eine Geliebte. Und dann ist sie am Sonntag hinter ihm hergefahren, hat den Nachbarn engagiert, um hinter ihm herzufahren, und sieht, dass der Kerl in die Kirche geht. Sie dachte, der geht in die Kirche. Da muss was nicht in Ordnung sein. Und aus ihrer Verzweiflung hat sie ihn irgendwann nach dem Gottesdienst zu Hause in der Küche zur Rede gestellt und hat gesagt, was ist mit dir los? Und dann hat er zu ihr gesagt, weißt du, ich habe was verstanden. Ich habe dich über Jahre schlecht behandelt. Und ich habe verstanden, dass ich um unsere Liebe kämpfen will. Und ich will nicht zulassen, dass unsere Ehe kaputt geht. Und ich will dir beweisen, dass ich dich lieb habe. An diesem Silvester sitzt sie da und sagt, ich habe keine Ahnung, wie er das letzte Dreivierteljahr durchgehalten hat. Und dann dreht sie sich zu ihm um, nimmt seine Hand, und wir sitzen alle dabei. Und dann sagt sie, ich wollte dir sagen, dass ich anfange, dir zu glauben. Ich sage ihnen, wir konnten gar nicht so schnell das Taschentuch finden, wie wir es gebraucht hätten. Und plötzlich, wenn die Frau das sagte, habe ich was verstanden. Leute, die Frage lautet, ist es erlaubt, dass irgendwas reinkommen darf und einfach deine Ehe kaputt macht? Oder ist nicht die Verantwortung vielmehr die zu sagen, Gott, du hast mir diese Ehe geschenkt. Und ich werde nicht erlauben, dass irgendwas das kaputt machen darf. Und du nimmst deine Autorität wahr, die du hast, und beginnst das Ding in die andere Richtung zu bügeln, weil Gott ist auf deiner Seite. Der Punkt, den Gott heute Morgen zu dir sagt, ist, wo hast du aufgehört, deine Position zu vertreten? Wo hast du aufgehört zu sagen, Gott, ich stelle mich auf deinen Willen und auf deinen Sieg und auf deine Kraft, und ist mir ganz egal, was da probiert, in mein Leben reinzukommen. Ich schmeiß das raus und ich lasse das nicht zu, dass es mein Leben beraubt.
Wo hast du aufgehört, diese Position für dich festzuhalten? Und merkst, wie alles Mögliche reinbricht. Die Antwort ist simpel. Du musst deinen Stand neu einnehmen. Du musst dein Privileg, Kind Gottes zu sein und mit dem Höchsten aller Herren zusammenarbeiten zu dürfen, das musst du wieder in dein Herz nehmen. Du bist kein Verlierer. Im Römerbrief sagt Paulus so großartig, dass wir lernen, mit Christus in unserem Leben wieder zu herrschen. Das ist Gottes Herausforderung. Dass du deinen Stand wieder einnimmst, deine Position der Stärke, deine Position des Gesegnetseins einnimmst und sagst, hey, es ist nicht erlaubt. Wer muss die Position einnehmen? Du. Jesus hat sie in der Auferstehung schon eingenommen. Jetzt brauche dich, der diesen Sieg für sich in Anspruch nimmt. Ich schließe mit einer Stelle, die mich begeistert. In Lukas 18. Da ist eine Witwe. Witwe waren Leute, die rechtlos waren, weil nur die Männer hatten eigentlich das Recht, damals in dieser Kultur überhaupt irgendeine Position zu vertreten. Aber diese Witwe wusste, dass die Räuber beginnen, ihr ihre Rechte wegzunehmen. Und sie war nicht willig, das zu erdulden. Sie war nicht willig, das einfach so hinzunehmen. Und sie geht zu einem Richter. Die Bibel sagt, das war ein ungerechter Richter. Das war jemand, der mit der falschen Seite paktierte. Und die Frau wusste, ja, dieser Richter ist ungerecht, aber das ist mir ganz egal. Ich weiß, was mir gehört. Und ich setze den Burschen so unter Druck, bis er tut, was er muss. Und Jesus sagt, wenn dieser ungerechte Richter, das ist ein Bild für den Teufel. Wir leben in einer Welt und der Herr dieser Welt ist Jesus noch nicht. Sondern wir leben in einer Welt, die noch regiert wird. In 2. Korinther 4, Vers 4 heißt es, dass der Teufel der Herr dieser Welt ist. Noch merken wir, wie er seine zerstörerischen Machenschaften versucht durchzusetzen. Und trotzdem sind wir in dieser Welt, um Reich Gottes anbrechen zu lassen. Und diese Frau versteht was von ihrem Recht. Und sie sagt, das ist mir egal. Auch wenn der ungerecht ist, auch wenn der nicht will, ich beharre so lange auf meinem Recht, bis er tut, was er muss. Und dann gefällt mir die Antwort von diesem Richter. Er sagt, ich will eigentlich nicht, aber bevor die kommt und mir ins Gesicht haut, tue ich doch lieber, was sie will. Und dann musst du den Satz von Jesus, den er danach sagt, verstehen. Er sagt, hey, wenn der schon ihr Recht gibt. Wie viel mehr ist Gott auf deiner Seite und will, dass sein Wille, sein Plan, sein Segen in deinem Leben durchkommt? Welche Position willst du einnehmen? Du kannst dich weiter berauben lassen. Im Norden sagt man dann, sinke in Frieden. Aber es ist nicht wirklich eine Lebensposition. Oder du verstehst heute Morgen, weil der Heilige Geist dir dabei hilft, dass du für dich ganz neu eine Position der Stärke einnehmen musst. Und sagen musst, hey, das stimmt, Herr, ich habe eine Menge Dinge erlaubt und zugelassen, die überhaupt nicht deinem Willen und deinem Plan entsprechen. Herr, und heute Morgen entscheide ich mich, meine Position in Christus wieder einzunehmen. Ich meckere nicht über die Dunkelheit, sondern ich zünde das Licht an. Weil das hat Jesus gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Und ihr seid nicht die Tranfunzeln der Welt, ja, sondern ihr seid das Licht der Welt. So, und was passiert, wenn Licht angezündet wird? Dunkelheit muss gehen, das geht nicht anders. Es ist überhaupt gar keine Option, das so zu lassen. Heute Morgen nimmst du eine Haltung, einen Glaubensstand ein und sagst, Gott, ich danke dir dafür, dass in Jesus die Gewalt des Teufels zerbrochen wurde
Und Gott, ich will wieder lernen, auf die Schlange und die Skorpione und auf jede Gewalt des Teufels zu treten, in dem Bewusstsein, er kann mir nicht schaden. Und dort, wo ich ihm das erlaubt habe, in mein Leben reinzubrechen, muss heute der Punkt kommen zu sagen, hey, raus aus meinem Leben. Jesus ist der Herr und er bleibt der Herr. Und wenn du Jesus noch nie zum Herrn deines Lebens gemacht hast und diese Beraubung erlebt hast, dass du sagst, Jesus, komm in mein Leben und sei du der Herr in meinem Leben, in jedem Bereich. Wir wollen aufstehen und miteinander beten. Halleluja. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du in unser Leben gekommen bist, um uns zu retten, um uns zu befreien, um uns zu heilen, um uns zu erneuern, um uns in die Beziehung zu Gott, dem Vater, zurückzubringen, uns aus dieser Welt in dein Reich zu ziehen. Und du hast gesagt, dass das Reich Gottes schon angebrochen ist. Und dass dort, wo du bist, Jesus, da beginnt deine Herrschaft sich auszubreiten, dein wunderbarer Friede kommt, deine Vergebung kommt, dein Heilwerden kommt, dein Wiederherstellen kommt. Jesus, und ich danke dir so sehr dafür, dass du auf Golgatha gerufen hast, es ist vollbracht, der Sieg ist durchgebrochen, du bist auferstanden und du lebst. Und damit war klar, nichts, was bisher Macht hatte, durfte seine Macht behalten, sondern sie müssen sich vor dir beugen. Dein Wort sagt es, jedes Knie muss sich vor dir beugen, im Himmel, auf der Erde, unter der Erde, und sie müssen alle bekennen, der Herr ist Jesus. Vater, und ich danke dir dafür, dass der Name Jesus größer ist als der Name Krebs. Dass der Name Jesus größer ist wie jede Beraubung, die auf dieser Welt irgendwie versucht, auf unser Leben Einfluss zu nehmen. Herr, und wir spüren, wie dein Geist zu uns redet heute Morgen. Wir spüren, wie ein innerer Widerstand in uns hochkommt. Und du zu uns redest und sagst, hey, ist es erlaubt oder nicht? Vater, und wir merken, wie das eine der entscheidenden Fragen unseres Lebens ist. Heute Morgen stehen wir vor dir. Und die ganze unsichtbare Welt ist auch da. Der Feind unserer Seele ist auch da. Der Räuber ist auch da. Aber du bist auch hier. Und wir merken, wie wir uns entscheiden und positionieren müssen, auf welcher Seite wir wirklich stehen. Nicht nur in unserem Kopf, sondern mit unserem Leben, mit unserer Überzeugung, mit unserem Glauben. Jesus, und wir wollen auf deiner Seite stehen. Und wir wollen dem Räuber sagen heute Morgen, nein, wir versperren dir den Zugang zu unserem Leben. Und in welchem Bereich deines Lebens er auch immer Zugriffsrechte bekommen hat, heute Morgen ist der Termin, wo du sagst, raus aus meinem Leben. Und du besiegelst das, indem du heute Morgen einen Schritt des Glaubens gehst. Die Bibel sagt uns, wenn zwei im Gebet eins werden, worum sie bitten, dann empfangen sie was von Gott. Und du, wenn du sagst, ich merke, wie ich da so oft das probiert habe, aber mit meiner eigenen Kraft hat es nicht geklappt. Das ist der Grund, warum Gott möchte, dass du in eine Gemeinde gehst. Dass Brüder und Schwestern an deine Seite kommen und mit dir zusammen den Sieg Gottes durchbringen. Heute Morgen stehst du in dieser Herausforderung und sagst, ja, ich weiß, dass bestimmte Dinge nicht mehr in mein Leben rein sollen, aber mir fehlt die Kraft. Ich lade dich ein, verbinde dich mit Jesus. Und komm hier nach vorne, verbinde dich mit jemandem, der Glauben und Segen in dein Leben reinspricht. Und mach das fest, wir verändern unsere persönliche Geschichte. Und wir lassen das nicht zu, dass Beraubung weiter unser Leben prägt. Und wenn du spürst, wie du vom Geist Gottes das her verstanden hast und sagst, Herr, heute ist mein Termin. Heute mache ich klar, hey, nicht mehr im alten Stil, nicht mehr in der alten Beraubung, nicht mehr im alten Jammern, nicht mehr im alten Leiden, nicht mehr.
sondern ich nehme meine Position in dir ein. Und ich bitte dich, komm mit deinem Heiligen Geist, mit diesem wunderbaren Kraftgeber. Komm mit deiner Gegenwart, Herr. Ich will das lernen, dir ganz neu zu vertrauen, meine Hand in deine zu legen und nicht mehr loszulassen. Halleluja. Ich lade dich ein, wir nehmen eine Zeit, wir nennen das bei uns in der Kirche immer Reaktionszeit, wo du reagieren darfst, wo das Wort Gottes nicht nur in dein Herz fällt, sondern die Bibel sagt, wenn unser Hören muss zu einem Tun werden. Und jetzt kommt dein Schritt des Tuns, wo du sagst, ich habe es gehört und jetzt gehe ich und empfange Gebet. Jetzt beginne ich, meinen Glauben in Bewegung zu setzen. Und Jesus ist da und sein wunderbarer Geist ist da. Gott hat diese Botschaft für dich heute Morgen vorbereitet, weil er nicht will, dass du leidest. Die Lobpreiser spielen uns Musik.